Morgen. So, ich bin gerade aufgestanden. Wie ihr seht, ist das hier so ein LKW-Parkplatz. Es fing gestern Abend an zu regnen. Ich war plötzlich hundemüde und habe gesagt, ist Schluss jetzt mit Fahren, geht nicht mehr. Dann habe ich mich hier unter einem kleinen Dach niedergelassen. Trocken, Matte, Schlafsack, ganz easy, einfach. Habe super gut geschlafen. Ich wäre gerne jetzt nochmal in den Schlafsack gekochen und hätte noch 2-3 Stunden dran gehängt. Aber leider habe ich keine Zeit. Ich muss nach Moskau und ich habe jetzt noch, ja, glaube 600 Kilometer vor mir. Wenn ich die jetzt fahre, dann bin ich so 12, 13, 14 Uhr in Moskau. Das passt ganz gut, 14, 15 Uhr. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Dann schaue ich mir Moskau an und danach kommt mein Special Plan. Ja, jetzt packe ich erstmal zusammen. Ne, jetzt wird erstmal hier Badezimmer besucht. Hier ist das Badezimmer. Da alles schon vorbereitet. Zähne putzen, Gesicht waschen, aus der Wasserflasche, Katzenwäsche, ganz minimal. Und dann schaue ich nachher nochmal, dass ich irgendwo ein Waschbecken finde, wo ich mich vernünftig waschen kann. Hüpfe vielleicht nochmal irgendwo unter die Dusche. An den Raststätten hier an den Straßen gibt es häufig, also an den größeren Raststätten gibt es auch Duschräume, so wie bei uns für die Lkw-Fahrer. Und vielleicht werde ich da mal kurz einmal anhalten und reinspringen, je nachdem wie ich mich fühle. Schwitzen tue ich im Moment nicht. Das Wetter sind jetzt irgendwie so, boah, hier ist ein bisschen kalt. Ich würde sagen 15, 14, 15 Grad. Und sieht nach Regen aus und ich glaube in Moskau, da regnet es auch. Leider, das versaut mir natürlich ein bisschen, ja, die Fotos, aber was soll man machen, da müssen wir jetzt durch. Schauen wir mal, vielleicht wird es ja doch gut. Okay, so, ich packe mal meine Sachen zusammen, wasche mich und dann geht's los. Ciao. Noch habe ich euch eigentlich, hätte ich jetzt fast ganz vergessen. Ich hatte heute Nacht einen Albtraum. Unfassbar. Ich habe geträumt, dass mein Kettenöder nicht funktioniert hat und die ganze Kette versandet ist und Falten geschlagen hat und das weiß ich nicht. Das wollte ich doch mal kurz dokumentieren. Also, wenn ich sonst keine Sorge habe, ist alles gut, oder? So, jetzt geht's los. Ciao.